wieder unterwegs mit der Taxe. Heute wird es nicht ein ganz so weiter Weg, eher so bei uns in der Gegend. Wir wollen zu einem See. Ich habe ein bisschen Kochausrüstung dabei. Zeige ich dann, wenn wir da sind. Und ich möchte was zum Abendessen machen. Es soll Frühlingsrollen geben. Nur ein kleiner, super spontaner Trip, den wir hier machen. Ja, Mona hat auch einiges zu erzählen. Ich habe das Raincover mit für ihn, weil es eventuell regnen soll. Ich bin jetzt auf gut Glück losgelaufen und taub. Und hoffen, dass es nicht regnet und wir da am Nassen sitzen. Aber wir werden sehen. So, jetzt heißt es erstmal ein bisschen Strecke machen. Und wir melden uns später wieder. Jetzt einfach ein bisschen Mais mitnehmen von unseren Bauern. Den hier zum Beispiel. Das ist noch winzig. Dann ist es wie dieser Mais, den man in diesen eingelegten Gläsern kauft. So, wir sind gerade in unserer ersten Pause und Rastmöglichkeit angekommen. Eine Bank. Und jetzt wird erstmal was getrunken. Bruno hat gerade schon was getrunken. Ich muss gleich, wenn die Kamera aus ist, was trinken, weil ich muss ihn leider festhalten, dass er mir hier unten nicht umkippt. Gehen wir weiter? Seht ihr die kleinen fliegenden Geschöpfe da? Das sind alles Libellen. Das sind, das kommt auf der Kamera gar nicht vor. Das ist, so rüber. Das ist voll die Invasion. Hallo. So, jetzt sind wir fast da. Das ist so einen kleinen Waldpfad entlang. Dass ich jetzt mein Messer vergessen habe. Aber wir sind in der Lage, schaffen wir schon. Sieht so schön aus. Wenn wir jetzt auch die Sonne wieder rauskommt. Thank you.
geschätzt, wie viel Holz ich brauche. Das ist alles runtergebrannt zur Asche. Wir sind jetzt wieder auf dem Heimweg und ja, ich muss sagen, das war ein richtig schöner, kleiner, abendlicher Trip, den wir gemacht haben. Ein Outdoor-Trip. Oh gut, das Essen hat gut geschmeckt, das Feuer hat funktioniert, glücklicherweise. Hat zwar ein bisschen gedauert, aber hat dann doch gut funktioniert. Die Kleine war auch bester Laune. Ist jetzt natürlich sehr müde, deswegen hat er auch sein Zülp. Wir gehen jetzt nach Hause und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Tschüss!